Hallo liebe Freunde, seid gegrüßt, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fanbox News, das Format, was euch kurz und knackig darüber informiert, wenn ein Künstler ein neues Album released. Ja, meine lieben Freunde, ich bin diesmal wieder ziemlich spät dran, was die Fanbox bzw. Album News angeht. Ich denke, der ein oder andere von euch wird es sicher schon mitbekommen haben, vielleicht sogar schon gehört haben. Andrea Berg hat bereits vor knapp 2 Wochen einen neuen Song veröffentlicht, und zwar den Song Ich würd's wieder tun. Der Song ist der gleichnamige Song zum neuen Album Ich würd's wieder tun, was am 29. Juli erscheint. Das neue Album erscheint anlässlich des 30-jährigen Jubiläums, ist aber allerdings kein Best-of-Album, sondern ein komplett neues Album mit 19 neuen Songs. Das Album gibt es derzeit auf Amazon vorzubestellen für 18,99 €. Und natürlich, liebe Freunde, wird es zum neuen Album auch eine Fanbox geben, und zwar in 2 Varianten. Einmal eine Standard-Fanbox und dann gibt es nochmal eine Amazon-Edition. Kommen wir erstmal zur Standard-Fanbox. Die Standard-Fanbox kostet derzeit auf Amazon 48,99 €. In der Fanbox befindet sich einmal natürlich das neue Album mit den 19 Songs. Dazu gibt es 2 Booklets, dann ein Schmetterlingstattoo. Dann ist dabei eine Autogrammkartensammlung, ich vermute mal so aus den letzten 30 Jahren, leider unsigniert. Und dann sind noch Blumensamen enthalten. Das Ganze gibt es für 48,99 € in der Standard-Fanbox. Dann gibt es, wie gesagt, noch die Amazon-Edition für 64,99 €. In dieser Box befindet sich einmal das Album mit den 19 Songs, mit den 2 Booklets, dann das Schmetterlingstattoo. Und dann sind hier noch 2 andere Inhalte enthalten. Also statt der Autogrammkartensammlung und der Blumensamen ist hier einmal ein Walkman enthalten mit Kopfhörern. Und dazu gibt es dann noch das neue Album auf Kassette für, wie gesagt, 64,99 €. Das waren die beiden Fanbox-Varianten. Und liebe Freunde, das neue Album gibt es auch als farbige Doppel-Vinyl mit den 19 Songs für 32,99 €. Die Links zum Standardalbum, zu den beiden Fanbox-Varianten, also zur Standard-Fanbox, zur Amazon-Edition und zur Vinyl, findet ihr natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Gut, das war's mit den Fanbox-News für heute. Ich bedanke mich für euer Zusehen, Zuhören und hoffe natürlich, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.